Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde. Einen haben wir noch. Einen machen wir doch noch. Ich krieg das schon irgendwie hin mit der Tonspur. Haha. erstmal was essen. Wir haben, glaube ich, gar nichts zu essen groß dabei. Ich guck mal. Keksriegel. Ja. Essen wir ein paar Keksriegel. So, sind wir satt. Beeren haben wir auch noch gesammelt. Also Blaubeeren. Ne? Dann haben wir mal rüber zu Schmitz. Beziehungsweise an unseren Strand. Und da werden wir dann die Balustrade weiterbauen. Wir werden unseren kleinen Turm, wo wir auf die wo wir sozusagen zur oberen Ebene hingelangen können, den werden wir weiterbauen. Alles wird gut. Alles wird schick. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wir haben einen besseren Speer. Damit können wir uns dann gleich heute Abend noch ein paar Fische jagen oder so. Hier an unserer Schildkrötenfarm. So, okay. Zack. Runter. Ja, nehmt noch einen. Kommt. Dann bauen wir die gleich an. Es ist verdammt langwierig, das Ganze. Da gebe ich euch absolut recht. Wir können ja gleich mal einen Fisch jagen. Ich rüste mal den Speer aus. Ah, die Fische sind noch verdammt weit weg. Zack. So. Ja, die behalten wir erstmal im Inventar, ne? Das ist sinnvoller. Haben wir denn hier mal auch noch Stämme, die rumoxidieren? Ne, Quatsch, umgekehrt. Ja, und schön die Sticks loswerden. Das war mit C. Okay. Stämme einsammeln. Okay, es geht weiter. Es geht weiter bei The Forest. Aber es ist halt wirklich etwas langwierig. Das gebe ich gerne zu. Ja, wie viel brauchen wir noch? 11 von 20. 11 von 20 haben wir jetzt. Okay. Ich würde hier gerne noch einen Lockholder drauf bauen. Ey, wenn das ginge, das wäre so grandios. Also sozusagen ein Floß mit zwei Stammhaltern. Das wäre echt gut. Wir können das gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ob wir das hinkriegen. Gewitter, das ist sehr gut. Da gibt es frisches Wasser. Die Körbe müssen wir auch gleich noch knacken. Naja, so und so kommt eins zum anderen und das andere zum einen. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? 14, noch 6 Stück. Alter Verwalter, hier haben wir noch 2, dann brauchen wir noch 4. Die holen wir uns dann gleich. Die holen wir uns gleich. Aber ich glaube, wir kriegen da keinen Stamm-Dings mehr drauf, oder? Was meint ihr? Wir lösen es noch hier neben. Boah, mal gucken. Bauplanmenü. So, das ist immer sehr dunkel. Ich weiß, aber es ist manchmal so. Sehr dunkel. So, wo ist es denn da? Noch ein, kein Lokschlitten, ein Lokholder. Mal sehen, ob wir den hier noch irgendwo drauf gebastelt kriegen. Habe ich das nicht schon mal versucht? Wenn ich den jetzt rotiere. Na gut, der steht dann genau da, wo wir eigentlich stehen. Moment. Quatsch. Lass mal los. Ach so. Hä? Lass doch mal los. Es kann sein, dass jetzt unser Fluss total verbuggt ist. Hä? Ja, gut. Es ist, wir müssen uns erst noch Sticks holen. Weil wenn wir die nehmen hier... Aber wir kriegen noch einen drauf. Wir kriegen da echt noch einen drauf, eventuell. Wahrscheinlich müssen wir mal rüberfahren zu unserem Baumstrand. Jetzt haben wir einen Schwertransporter gebaut. Es kann aber sein, dass wir uns damit sozusagen das versaut haben, dass wir damit vernünftig fahren können. Und mit dem Schwertransporter. Hier geht's wieder durch. An den Felsen vorbei. Heißigere Zone, weil die Haie schwimmen natürlich nicht durch Felsen durch. Ich glaube, wir fahren mal da ganz hinten hin. Da stehen noch ordentlich Bäume. Da, ne? Seht ihr die Ecke da? Da haben wir noch gar nicht so viel weggefällt. Da ist doch ein Stammhalter. Warum habe ich denn die Stämme nicht da reingepackt? Ich habe den gestern, glaube ich, nicht gesehen. Kann das sein? Oder waren wir einfach weiter links? Ist es auch gut möglich. So. Hier, da. Da ist auch eine Bank. Kann mir auch draufsetzen. Das ist schon merkwürdig manchmal.
kurz ausruhen. Kannibalen sind keine da, momentan noch nicht. Okay. Es geht langsam, aber stetig voran. Quatsch. Das ist unser Menü. Hier aus den Dingern kann man sich übrigens auch, glaube ich, so Krams machen. Aloe Vera und das. Oh, guck mal. Medizin kann man sich daraus machen. Okay. Machen wir nochmal. Wie war das? Ach, Aloe Vera hat man nur einmal. Okay. Haben wir einmal Medizin. Stein. Hm. Okay. Weiter geht's im Text hier. Wir müssen hier vorankommen. Wir können ja nicht die ganze Zeit so rumtrödeln. Wir hauen diese Stämme jetzt hier weg. Kommen wir hier oben hoch? Oh. Hier oben ist nämlich noch eine richtige Stammecke. Keiner da. Okay. Na, komm schon. Manchmal ist es ein bisschen frickelig mit der Holzfällerei. Achso, wir müssen mal unsere moderne Axt ausrüsten. Hier. Was? Du sollst den Stamm fällen. Was? Den da. Dann halt den hier oben. Ich höre da wieder irgendwas. Ey, weil immer auch so ein Wind hier ist am Meer. Ich meine, ist schön. Ist, oh, alter Schwede. Ich glaube, da hinten geht einer, oder? Fäll doch den Baum. Fäll doch bitte den Baum einfach. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Würdest du bitte diesen Baum fällen? Jetzt. Knister, knaster. Jetzt fällt er ins Raster. Okay. Dann machen wir den hier vorne noch. Ja, bringen wir die erstmal weg, oder was? Ja, bringen wir die erstmal weg. Alter Schwede. Eine schwer fällbare Ecke hier. Und wir sind schon wieder total hungrig. Na klar, Logo. Zähne. Da liegen sie noch rum, die Bäums. Ja, hier oben bei den Felsen ist echt ein bisschen kompliziert, die zu fällen. Ja, ich weiß, das ist ein Stein und der ist total steil und ich komme da nicht hoch. Das ist so ein Mädchen manchmal, hier unser Freund, also wir sozusagen. Zehn. Können wir hier noch was bauen? Ne, wir haben, glaube ich, keine Stämme geholt, ne? Ah, den noch mit. Dann gucke ich gleich mal, wo ich den anderen hingelegt habe. Vier? Waren das nicht fünf? Hier oben ist noch ein Stamm, den können wir noch ganz gut fällen, denke ich mal. Ja. Sechs, sieben, acht, neun. Okay, Baum fällt. Und da oben noch, ne? Ah, bringen wir erstmal weg. Man weiß nie, wann man irgendwann fliehen muss. Und vor allen Dingen, die rollen ja auch immer so unglaublich weit weg, die Stämme. Hier, guck mal, die rollen und rollen und rollen. Das ist unglaublich. So, der ist nämlich gleich voll. Und dann werden wir mal den... Ich will das hier ausprobieren. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Typen. So, der erste Ding ist voll. Der erste Ding ist voll. Den zweiten können wir noch nicht bestücken, weil wir keine Äste haben. Das ist gut. Also ist schlecht, aber wir werden Äste sammeln. Kann ich die essen? Giftig. Ja, okay. Äste. Hier sind welche. Weil wir müssen ja uns ja den zweiten Lockholder noch bauen. Nicht so weit in den Wald reingehen. Da sind die Räuber. Hallihallo. Ja, nehmen wir mit. Pflanzen immer mitnehmen. Und immer alles schön kaputt schlagen. Seht ihr irgendwelche Typen? Nicht, dass hier gleich Muschiklaus ankommt. Ich habe einfach den Namen jetzt mal übernommen, weil er ist einfach so bekannt schon unter diesem Namen, dass wir ihn einfach so nennen müssen. Okay, wir können keine Äste mehr mitnehmen. Schnell wieder zurück. Dann fällen wir noch den Baum hier gleich. Effizient arbeiten ist wichtig. Ich weiß nicht, wir haben diese Axt ja schneller gemacht. Wir sind am Verhungern. Okay, mal kurz einen Keksriegel essen.
I. Keksriegel. Keksriegel. Verdorsten tun wir nicht. Kohle haben wir noch ein bisschen. Blaubeeren haben wir theoretisch auch. Seile haben wir unglaublich viele. Bam. Oh, habt ihr gesehen, wo der eine Stamm hingeflogen ist? Der ist wahrscheinlich hinten in unser Lager reingeflogen direkt. Okay, dann packen wir die mal hier kurz hin. So, und dann bauen wir jetzt hier den, Komm. Fertig? Nee. Oh, verdammt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Brauchen wir noch mehr Äste? Wie viel brauchen wir noch? Steht doch da unten irgendwo. Einer noch. Das war übrigens ein Tipp aus der Community, dass ich auch da unten drauf gucken kann. Ah. wie viel mir noch fehlt? An bestimmten Materialien, ne? Was? Hör mal auf zu rollen. Lalala. Wir werden hier ziemlich in Ruhe gelassen. Das finde ich gerade sehr schön. Da hinten sind noch ganz viele Sticks. Oh, und hier sind noch keine Typen momentan anwesend. Wir brauchen ja unbedingt wieder Lorche. Okay, das soll reichen. Hier ist noch einer. Dreh den Eingeborenen nie den Rücken zu. Eine alte Weisheit. Eine alte Bauernregel. Aber wir können schon wieder... Weißt du, der kann auch... Der trägt... Guck mal, was ist denn da los? Bleib mal hier, Stämme. Ich hab den Holder gleich fertig. Fertig. Ihr beiden. Ihr seid hier. Ihr kommt mit. Okay, alle Stämme schnell einsammeln. Edi wieder, ne, durch die Gegend donnern. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Wir hatten noch mehr, oder? Einer ist da ganz rüber geflogen, ne? Ich weiß nicht, ob man mit dem Floß jetzt noch fahren kann. Das ist das Problem. Wir haben das jetzt so schön zu einem Schwerlastfloß gemacht, sozusagen. Aber kann man damit noch fahren? Alles ruhig. Hier wachsen ja bald wieder Stämme in der neuen Version dann, ne? Okay, Baum fällt. Die nehmen uns aber alle mit jetzt. Lalala. Ja, okay. Du kommst mit. Auf Schwerlastfloß drauf. Ich glaube nicht, dass es noch funktioniert. Dass man damit jetzt noch fahren kann. Da halte ich für eine unmögliche Sache. Einer noch. Und der andere kommt dann wieder in den Holder rein. Du und du. Wo ist er da hinten? Einer in den Dingen hier rein. C. Und den anderen nehmen wir mit. Wenn das jetzt irgendwie gebrezelt kriegen. Kann man hier nicht drauf? Spring, Forrest! C. Und jetzt. Naja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Nee, ich will das nicht droppen. Ich will, komme nicht mehr an mein Steuer ran. Das ist das Problem. Ich komme nicht mehr ans Steuer ran. Verdammt. Schieben kann ich das Ding noch? Wo ist... Ja. Oh, doch, es geht. Aber es ist natürlich ein bisschen frickelig. Also eine Flucht ist jetzt hiermit sehr schwer. Sagen wir es mal so. Wir sollten uns also wahrscheinlich noch ein zweites Floß bauen. Neben dem Schwerlastfloß. Ein Fluchtfloß. Ach, herrje. Naja, gut, Materialien dürften wir genug da haben, um uns auch noch ein Fluchtfloß zu bauen. La, 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 la. Ab ins Lager. Okay. Oh, voll das Gewitter im Gange. Jetzt haben wir natürlich hier richtig viele Stämme einmal drauf. Warte mal. Okay. Nein. Warum habe ich das losgelassen? Das schaffe ich doch.
Doch, hier kommt man noch dran. Ich glaube, da hinten ist Muschi Klaus. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Klar ist er da. Na klar ist er da. Nein. Da ist er. Seht ihr, ne? Okay, wartet mal. Tischdecke. Pfeil und Bogen. Anzünden. Er brennt. Und jetzt lieber wegfahren, oder? Ja, lieber wegfahren. Das ist der Hai. Der kommt direkt auf uns zu. Lalala. Ich fahr mal lieber hier so. Da ist er, da hinten am Ufer. Seht ihr, ne? Also nicht der Hai, sondern der Klaus ist am Ufer. Ja, der treibt sich jetzt hier rum, oder was? Na super. Jetzt er weg, oder wie? Wo ist er? Na klasse. Wo ist denn der Hai? Wo ist denn der Klaus? Wo ist denn der Hai? Da ist der Klaus. Im Felsen drinnen. Bogen. Ja, gleich kommt der Hai und frisst uns. Ich lach mir in Ast. Ah, Quatsch. Nimm doch den Bogen. Ey. Nee, aber warte, wir können auch noch was anderes machen. Dieses Rätsels Lösung ist Dynamit. Haben wir noch Dynamit? Nee, nicht direkt. Aber wir haben noch Monitov. Oh, so weit kommen wir gar nicht mit Monitov. Tja, es wird dunkel, Freunde. Ich würde sagen, wir fahren mal zurück an die Insel. Ja, mal wenden. Wenn denn... Ach verdammt, jetzt haben wir so viel Holz geholt und jetzt geht das nicht. Ich dreh durch. Wir müssen jetzt rückwärts ranfahren, damit wir gut aufs Floß dann wieder raufkommen. Also jetzt hier so... Wenn ich jetzt so im LKW wäre, würde ich jetzt hupen. Miep, 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 miep. Ist da ja, ne? Okay, jetzt mal auf der Insel. Lass doch den verdammten Stamm da einfach drauf liegen. Lass ihn doch einfach mal drauf liegen. So. Ja, schönes Feuerzeugkaste. Alter Schwede. Da ist eine Feder. Die können wir uns noch einsammeln. Für neue Bögenpfeile. Trinken wir einen Schluck. Und essen was. Wir haben wieder nichts zu essen besorgt heute, ne? Oder doch, hatten wir nicht einen Fisch? Da, zwei Stück. Dann packen wir einen aufs Feuer. Rennt der Klaus hier rum, ne? Der Typ. C. Und den anderen hängen wir hier an den Ständer sozusagen. Wo ist er? Da mal in die Hand nehmen. Nee, ich will das nicht essen. Ich wollte den eigentlich aufhängen. Da. Jetzt hängt er da dran. Wunderbar. Joa, es wird langsam wieder dunkel. Eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, aber solange der Klaus sich da drüben rumtreibt, möchte ich da eigentlich nicht unbedingt jetzt rumrennen. Ich geh mal kurz auf die Bank. Ist ein bisschen gefährlich hier mit dem Feuer auch. Und jetzt können wir das Essen im Sitzen. Doch nicht. Ah, lecker. Lecker, lecker. Ja, ich gehe mal ganz kurz aus dem Aussichtsturm und gucke mal, ob der Klaus hier noch irgendwo rumrennt. Der Klaus, der Klaus. Der war ja vorhin da hinten. Sieht nicht so aus. Sieht eigentlich gut aus, dass der uns jetzt in Ruhe lässt. Nächstes Mal geht es wieder weiter da hinten. Wir haben ganz viele Stämme, die müssen wir einmal verbauen. Und wir haben einen Schwertransporter gebaut. Das freut mich am allermeisten. Und Steine haben wir hier auch. Die können wir nochmal einsammeln. Womp. Ach so. Da passen keine mehr drauf, ne? Okay. Oh, man kann auch mit dem Stein zuschlagen. Okay. Ich kann den auch wegwerfen. Einfach so.
Fußball. Kann auch Fußball damit spielen. Und Tor. Für alle Fußballfreunde. Leider haben wir keine Fische. Wir haben leider keine Fische. Das wäre cool, wenn hier noch Fische irgendwie wären. Dann könnten wir uns hier neue Nahrung besorgen. Aber dann müssen wir uns die halt von drüben holen. Was ist da? Gar nichts. Okay. Steine haben wir hier genug. Aber unser Steinständer ist auch voll. Gegessen haben wir was. Wir sind nicht mehr hungrig. Wir sind nicht mehr durstig. Alles ist gut. Klaus ist weg. Wir können hier pennen. Also erstmal versuchen wir zu pennen. Da ist noch eine Feder, die nehmen wir mit. Dann speichern wir ganz kurz. Ja, wie gehabt. Mhm. Und schlafen auch gleich nochmal. Oh. Na, natürlich war ein bisschen früh ins Bett gegangen, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, verdammt. So, ein neuer Tag. Wir sind wieder saudurstig. Das werden wir gleich mal beheben. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter hier. Dann wahrscheinlich schon in einer neuen Version. Mit dem Schwerlasttransporter rüber. Und ich hoffe, der Klaus ist nicht mehr da. Das seht ihr aber erst in der nächsten Folge von The Forest. Bis dahin. Ja, auf Wiedersehen.